Guten Abend, meine Damen und Herren. Ganz, ganz herzlichen Dank für die sympathische Einladung für heute Abend. Mein Thema Wertschöpfung durch AI und Machine Learning. Ich bin zwar durchaus da als Repräsentant von einer Hochschule, ich bin aber an einer sogenannten Fachhochschule, habe dort ein Forschungsteam von etwa 14, 15 Machine Learning Spezialisten und wir machen rund 1 Million Schweizer Franken pro Jahr Umsatz, meist davon direkt finanziert für Industrieprojekte. Also über das, was ich heute Abend bauen darf, ist im Grunde noch das, was wir sehr oft im Auftrag von insbesondere KMUs bauen dürfen. Mensch versus Maschine ist etwas, was uns irgendwie fasziniert. Ja? Und ich habe mir eine Domäne jetzt mal rausgesucht, wo wir eigentlich, das ist komplett hoffnungslos für unsere Gattung mittlerweile. Ja? Und zwar habe ich mir erlaubt, dass ich mal die relativ banale Geschichte von sogenannten Logikspielen als Beispiel nehme für meine Einleitung. Ja? Wenn jemand ein Schachgrossmeister ist, dann attestieren wir dieser Person irgendwie natürlich eine Art erhöhte Intelligenz. Ja, vielleicht ist es eine Unterstellung, aber irgendwie natürlich funktioniert das so. Also, 1951 ja, ist der erste Erfolg für die Maschine. Das war im Spiel NIM, das ist so ein Zundhölzli-Spiel. 3 Zeilen Code in einem Computer so gross wie ein Wohnwagen. Und man hat mit dem den Wirtschaftsminister von Westdeutschland geschlagen. Das ist aber unter uns gesagt eher am Wirtschaftsminister gelegen als an der künstlichen Intelligenz. Ein Jahr später Tic-Tac-Toe, ja, das Spiel da. Rund 1000 Möglichkeiten, die man durchsucht hat zwischen jedem Spielzug. Also Pipifax würde man heutzutage sagen. Und dann ist es eine sehr lange Zeit gegangen. Bis 1988, 4 gewinnt. Sieht auch noch nicht so schwierig aus. Ja, ich sage euch dann später, wie schwierig es tatsächlich ist. Noch einmal 7 Jahre, 1995 Backgammon und er ist auf einmal schnell gegangen. Ja, ihr erinnert euch alle, 1997, Garry Kasparov, der damalige Schachweltmeister, hat verloren gegen eine IBM-Maschine. 2006 Scrabble, das erste Spiel mit Wahrscheinlichkeiten, ja, wo Steine gezogen werden, wo nicht komplett deterministisch ist. Dame, 2011 Jeopardy, also etwas anderes als ein klassisches Brettspiel. Ja, ein sehr Informations-, also ein Data-Mining-lastiges Spiel. Dann ist wieder ein bisschen Ruhe und der grosse Knall 2016 Go. Habt ihr sicher alle mitbekommen. Ja? AlphaGo von Google hat der Lee Sedol, das war nicht der Weltmeister, sondern einer der Top 10. Und ein paar Monate später haben sie ihn auch tatsächlich Weltmeister geschlagen. Dann kommt dann noch AlphaGo Zero, da kann ich vielleicht noch später etwas darüber sagen. Und was viele ein bisschen, was nicht so an der Öffentlichkeit war, letztes Jahr Poker. Extrem spannend. Warum? Es ist ein Spiel mit imperfekter Information. Ich sehe nicht, was ihr in der Hand habt. Das war wirklich wiederum ein riesiger Meilenstein, was man vorher für nicht möglich gehalten hat. Wie schwer sind die Spiele? Ja? Was ich hier aufgezeigt habe, ist die Suchraumgrösse. Als ich auch gesagt habe, Tic-Tac-Toe hat eine Suchraumgrösse von etwa 1000. Das heisst 1000 verschiedene Brettpositionen, oder müsst ihr suchen nach jedem, zwischen jedem Spielzug. Und dann nehmen die Spiele dann einfach die beste. Okay? Das ist 10 hoch 10 mal mehr, ist 4 gewinnt. Das hat man zwar 1988 gelöst, aber man hat im Wesentlichen auf einem riesigen Grid alle Möglichkeiten durchgespielt, hat es in eine Datenbank abgelegt und hat dann einfach gespielt mit Datenbankanfragen. 10 hoch 20 da für Backgammon und jetzt explodiert es. Ja, 10 hoch 47 unterschiedliche Brettkonstellationen gibt es im Schach. Das ist viel. Ja. Das ist ein 1 mit 47 0. Aber wirklich viel ist das da. 10 hoch 170 unterschiedliche Brettkonstellationen gibt es im Spiel Go. Die Physiker glauben dass, oder schätzen, dass das Universum aus 10 hoch 80 unterschiedlichen oder 10 hoch 80 Atomen besteht. Wenn ihr jedes Atom vom Universum noch einmal das ganze Universum reinpackt, dann seid ihr bei 10 hoch 160. Das ist verflucht viel. Die unterschiedlichen Techniken, die man so gesehen hat über die Jahre. Ja? Und da kommen wir jetzt vielleicht ein bisschen näher. Was ist künstliche Intelligenz? Also am Anfang, das NIM-Spiel war einfach regelbasiert. If, then, else. Ja? Dann war die Welt für Informatiker okay. Dann kam irgendwann mal vollständige Suche. Das hat man machen bis etwa so 4 gewinnt von der Problemkomplexität her. Einfach alle Möglichkeiten absuchen. 10 hoch 13 geht noch gerade. Dann zumal auf einem Supercomputer. Ja?
Dann ist irgendwann mal eine heuristische Suche gekommen. Der Kasparov hat verloren, indem man 4 Schachzüge voraus simuliert hat und dann mit über 800 unterschiedlichen Regeln einfach hat probiert zu bewerten, wie gut das Spiel Aussichten sind. Und für das hat man einfach viele Schachspieler engagiert. Also es war eigentlich menschliches Wissen gewesen, am Ende des Tages. Aber es hat gelangt, ja. Dann hat man angefangen, probabilistisch zu suchen. Also man hat nicht mehr, das Universum von Möglichkeiten war so gross gewesen, dass man einfach so random Walks gemacht hat und gehofft, man hat Glück und fällt auf gute Positionen, die man spielen kann. Und dann ist irgendetwas gekommen, das nicht da unter dem Namen Machine Learning steht. Und über das möchte ich jetzt heute Abend noch ein bisschen reden. Also 2008 bis 2018 ist das, was ich euch jetzt ein bisschen näher bringen möchte. Ich habe mal The Rise of Machine Learning gelernt. Ja. Machine Learning ist eine Teildisziplin von der künstlichen Intelligenz. Wenn man so Gartner-Publikationen hört, die tendieren dazu, dass sie immer sagen, künstliche Intelligenz gleich Machine Learning. Das ist bei weitem nicht so, wie wir eben hier auch gesehen haben. Also bis hier ist es ohne Machine Learning gegangen. Ab hier ist es immer Machine Learning plus viele andere gute Ideen. Traditionelles Machine Learning, meine Damen und Herren. Wer von Ihnen hat einen Cumulus oder eine Supercard? Also, auf der Migros-Homepage könnt ihr Ihre Einkaufsdaten von den letzten 15 Monaten herunterladen. Ich habe meine Daten zu einem Studenten gegeben und habe sie gefragt, wird ich nächsten Samstag willst du mit einkaufen? So sehen die Daten aus, ja. Das hier ist, was der Algorithmus herausgespuckt hat. Machine Learning erkennt Struktur in Daten. Nicht viel mehr als das, zumindest das traditionelle Machine Learning. Ja? Also, die Struktur von meinem Einkaufsverhalten für willst du mit ist folgendes, ja. Wenn es weniger als 6 Wochen her ist, seit ich was mit gekauft habe, habe ich nie gekauft. Wenn es mehr als 9 Wochen her ist, habe ich immer gekauft, dann bin ich in eine Art Panikmodus gekommen. Dazwischen ist es darauf angekommen, ob es Aktion ist. Nicht Aktion habe ich nie gekauft. Wenn es Aktion ist, ist es auf einen Wochentag darauf angekommen. Am Samstag habe ich gekauft, am Ende bis Freitag nicht. Was nicht auf dem Kassenstädtel steht, am Samstag gehe ich mit dem Auto einkaufen. Also das hier ist die Struktur von meinem Einkaufsverhalten. Ja, das hier ist in diesen unter Umständen Hunderten von Megabyte Daten drin. Aus destillierter Struktur. Und mit dem kann ich jetzt Voraussagen machen. Das ist etwas, was wir schon sehr lange machen. Ja, ein paar Beispiele so ein bisschen aus meinem täglichen Leben. Warenkorbanalyse, wir berechnen also für KMUs, wir berechnen Prognosemodelle zum Beispiel für die Vierwaldstättersee Schifffahrtsgesellschaft. Preismodell, sei es jetzt für Autos, sei es jetzt für Immobilien, Zielgruppenanalyse hauptsächlich für Marketing, Recommender-System, einerseits für Online-Shops, wie zum Beispiel Galaxus, oder für auch Offline-Werbung, personalisierte Printprodukte. Das da ist Einkaufsoptimierung, wo man sieht, wann ist ein Artikel gekauft worden, wann habe ich ihn verkauft und mit welcher Marge, dass ich so die Ladenhüter identifizieren kann. Das ist alles ein bisschen Machine Learning abstangen. Das, was wir schon relativ gut können und was wir auch schon sehr lange eigentlich machen. Der grosse Pokerschlag war 2015. Ich meine, wenn ihr einen nahezu perfekt im Sinn von Superhuman Performance, einen nahezu perfekten Schachbot habt oder einen Go-Bot oder was auch immer, dann ist es toll, wenn ihr Paper schreibt. Ja, dann ist es toll für euer Renommé. Aber damit Geld verdienen ist nicht so trivial. Ja, es braucht jetzt nicht unendlich viele Schachplattformen mit nahezu perfekten Spielern. Also das war immer so ein bisschen Kritik gewesen, oder? Toll, aber so what? Ja? Das hat sich 2015 geändert, bei der sogenannten ImageNet Challenge. ImageNet ist ein Benchmark mit Bilddaten, 150'000 Foto kategorisiert. Ja? In extrem feingranulare Kategorien, also da hat man da Säugetier mit Plazenta, dann Fleischfresser, Hundeartige, Hund, Arbeitshund, Huskies. Ja, also sehr feingranulare Attributierung. Und das Ziel war einfach, man zeigt das Bild, der Mensch oder der Computer müssen 5 Sachen sagen, was auf diesem Bild ist. Eine richtige Antwort ist irgendwo an einem Ort hinterlegt. Und wenn man in diesen 5 Vorschlägen das Richtige verwünscht, hat man gewonnen und sonst verloren. Das war aber das Spiel. 2010, das ist noch nicht so lange her, meine Damen und Herren, ist das beste Verfahren bei einer Fehlerrate von etwa 30%. Ja, das ist noch mit recht traditionellen Machine Learning Techniken. Und jetzt seht ihr, wie das abgegangen ist. Und 2015 ist man bei 3,5%. Und das ist
messbar und statistisch signifikant besser als der Mensch. Die menschliche Performance liegt bei etwa 5,1%, was man mit Crowd-Experimenten auf Online-Plattformen herausgefunden hat. Wenn ich einen Bot bauen kann, der Go spielen kann, dann ist das Geld verdienen damit relativ schwer, behaupte ich mal. Wenn ich aber einen Bot habe, wo man sagt, was auf Bildern ist, dann kann man auf einmal reden über selbstfahrende Auto oder was der auch immer jetzt gerade im Sinn hat. Ja, das sind Komponenten, die man tatsächlich damit etwas machen kann. Wie hat man das erreicht? Ja, mit der Idee von 1943. 1943 hat man sich so ein bisschen Gedanken darüber gemacht, wie ist das menschliche Hirn aufgebaut. Das hat dann irgendwie so ausgesehen, ja, mit das biologischen Neuron. Also man hat die Neuronen irgendwie als Komponenten vom menschlichen Gehirn identifiziert und hat man die einfach mal probiert, mathematisch zu modellieren. Das hat dann irgendwie so ausgesehen. Das sieht ein bisschen kompliziert aus, aber man hat hier ein Input-Signal. Jedes Signal wird mit einem Gewicht multipliziert, wird addiert und dann durch eine nicht-lineare Funktion geladen. Das ist eigentlich etwas relativ Einfaches. Ich möchte mich jetzt wirklich, das war die Motivation in den 40er Jahren, ja. Ich möchte mich jetzt wirklich distanzieren von der Vorstellung, dass mir das Machine Learning irgendetwas zu tun hat mit dem menschlichen Gehirn. Aber da komme ich später noch drauf zurück. Also ich habe das Zitat da vom Emerson Pugh sehr, sehr sympathisch gefunden. Aber ja, wie weiter? So sieht das heutzutage aus. Ein Mitarbeiter von mir hat mal gesagt, keine guten Vorträge ohne mindestens ein Katzenbild. Das hat er damit auch erreicht. Auf dieser Seite da, das sind Input-Neuronen, da hat er normalerweise viel mehr. Und zwar typischerweise 1 pro Pixel, wenn ihr jetzt Bildanalyse macht. Ja, 1 pro Attribut, wenn ihr mit normalen relationalen Daten arbeitet. Dann werden die Daten da weitergegeben durch die, also jedes von diesen Kreisli da wäre der Baukasten. Und irgendwo am Ort am Ende sagt mir das Ding, der hoffentlich ist es eine Katze oder ist es ein Hund. Ja, das ist so die Idee davon. Und das ist immer noch so ein bisschen motiviert eben vom menschlichen Gehirn mit Verschachtelungen, mit Layers und so weiter. Aber obwohl ich eben gesagt habe, eigentlich hat es nicht allzu viel zu tun mit dem biologischen Counterpart. Eine Folie, wie man ein neuronales Netz trainiert. Normalerweise ist es eine Jahresvorlesung, ja, etwas kürzer. Das sind meine Daten. Grün sind Trainingsdaten, weiss sind Testdaten. Stell dir vor, aber das ist so ein bisschen die Struktur von einem neuronalen Netz, ja, mit zwei mit Input-Neuronen, Neuronen dazwischen und Output-Neuronen. Und jetzt stell dir das ein Rohrleitungssystem vor, wo Wasser durchfließt. Das hier ist die Temperatur vom ersten Eimer, das ist die Temperatur vom zweiten Eimer. Und jetzt muss ich erreichen, dass die Temperatur in der Badewanne 11,7 Grad ist. Und die einzige Möglichkeit, die ich habe, ist, ich habe hier und da Regler, wo ich die Temperatur beeinflussen kann vom Wasser, das durchfließt. Okay? Wenn wir ein neuronales Netz trainieren, dann probieren wir das hier mit einem Optimierungsalgorithmus so einzustellen, die zwei Schalter da und da, damit die Werte hier möglichst genau stimmen. Und dann haben wir die Hoffnung, dass sich das auf die freie Wildbahn adaptiert. Ja? In dem, dass wir dann 30-gradiges und 5-gradiges Wasser reingeben können und es sagt uns, was das Output-Temperatur von dem sein müsste. Also das ist die Idee des Machine Learning. Ich habe gesagt, Maschinen lernen anders als der Mensch. Ja, das hier ist die Labradoodle versus Fried Chicken Challenge. Das hier ist Chihuahua versus Blueberry Muffin Challenge. Ich habe in meinem Leben noch nicht allzu viel Labradoodles gesehen, muss ich sagen. Wenn ihr ein neuronales Netz trainieren möchtet, das Fried Chicken von Labradoodle unterscheiden kann, braucht ihr wahrscheinlich etwa 5'000 Bilder von Labradoodles und 5'000 Bilder von Fried Chicken. Ich habe als Mensch in meinem Leben noch keine 5'000 Labradoodles gesehen und trotzdem bin ich jedes Mal richtig gelegen hier. Also irgendetwas funktioniert anders. Ja? Wir brauchen nicht die Datenmenge, die Machine Learning braucht, um etwas zu lernen. Darum klebt bitte nicht an dieser biologischen Vorstellung. Es war 1943 mal der Leitgedanke. Was wir im Moment erleben, am Machine Learning Hype, hat diverse Katalysatoren. Also man hat einerseits natürlich nicht unbedingt Big Data, sondern vor allem extrem gut verfügbare Daten. Das hier ist, glaube ich, vorletzte Woche so released worden. Ja, also es gibt jetzt eine eigene Suchengine von Google für Datasets.
Also, wenn ich 5000 Labradudelbilder brauche, dann bekomme ich es von da. Also, das erklärt uns auch, warum das nicht vor 10 Jahren funktionieren konnte. Überlegt euch mal, was ihr machen müsst, wenn ihr vor 10 Jahren oder 15 Jahren 10'000 Katzenbilder gebraucht hättet. Jetzt ist es ein Aufwand von 30 Sekunden. Wir haben das Wissen, da wird wahrscheinlich das ist noch ein bisschen drüber geredet, ja, wo demokratisiert worden ist ein Stück weit. Also jeder kann sich irgendwie Machine Learning Wissen, künstliche Intelligenz Wissen heutzutage aneignen. Es ist in der Forschung extrem viel gegangen. Also das, was man heute berechnen kann, ist vor 5 Jahren nicht möglich gewesen. Und das liegt nicht nur daran, dass wir einfach viel mehr Rechenleistung haben und viel mehr Daten. Also hinsichtlich Optimierungsalgorithmen, Techniken für Machine Learning ist in der Forschung extrem viel gegangen in der letzten Zeit. Wir haben sehr, sehr gute Frameworks mittlerweile. Ja. Und man hat natürlich so Technik, also ganz klar GPU-Power, ja, Containerization, für die anzusprechen. Man hat Frameworks, die eben direkt auf GPU auslagern können. Vielleicht noch schnell ein Wort dazu. Die GPU-Geschichte ist für Machine Learning nicht so extrem wichtig. Sie ist vor allem immens wichtig für einen ganz bestimmten Teil von Machine Learning. Das ist das sogenannte Deep Learning mit diesen neuronalen Netzen. Warum? Die Berechnungen, die da gemacht müssen werden, für hier und hier den optimalen Heizwert oder Kühlungswert zu finden, das kann man im Wesentlichen reduzieren auf Berechnen von Matrizen und Vektoren. Und für das sind Grafikkarten gebaut worden. Gut, was machen wir so damit? Ja, das sind jetzt wirklich industrielle Anwendungen. Also das Unispital Basel gibt uns so Bilder von Händen. Darauf hat ein Arzt eingezeichnet, wo das ein Handekzem hat. Und wir trainieren ein Modell, wo auf einer Hand, die eben noch nicht eingezeichnet ist, wir einzeichnen, wo das Ekzemstrukturen sind. Das braucht ihr natürlich in der Arztpraxis, aber vielleicht auch bei Grossbäckereien oder wenn eure Mitarbeiter mit Schmiermitteln in Kontakt kommen, was Ekzem auslöst. Ja? Handekzem ist nicht heilbar, das bricht so im 3-Monats-Rhythmus wieder aus und dann flacht es wieder ab, aber wenn es ausbricht, seid ihr in der Regel eine Woche arbeitsunfähig. Also das ist wirklich sehr, sehr wichtig, dass ihr in dem Sinn könnt voraussagen könnt, wenn es wieder kritisch ist. Und dann reicht es, wenn ihr Salbe drauf tut. Die müsst also nicht zum Arzt, die könnt das selber behandeln. Jetzt kann man sich natürlich fragen, warum tue ich nicht immer Salbe drauf. Von Handekzem könnt ihr nicht sterben, aber von der Salbe schon. Die SBB hat auf dem Wagen oben eine Kamera, die den Himmel filmt. Und die möchte gerne wissen, wenn es Fahrleitungsstörungen gibt. Ja? Also, das wäre jetzt Machine Learning im Videostream. Wir haben ein Recyclingunternehmen, das Kühlersäcke einsammelt. Die wissen einfach, am Morgen starte ich mit dem leeren Camion, am Abend gehe ich wägen. Und das heisst, über die ganze Tagestour sind so und so viele Tonnen Abfall angesammelt worden. Aber sie haben keine Ahnung, in welcher Straße, bei welchem Haushalt, wie viele Säcke. Und das hätten sie gerne für Routenoptimierung. Also, tut man da oben irgendwann die Kamera an und trainiert das Machine Learning drauf, fliegende Kühlersäcke zu zählen. Das ist besonders cool hier. Das haben zwei Studenten von mir gemacht. Das ist ein Foto vom Kühlschrank von unserer Kantine an der Hochschule Luzern. Und das Ding erkennt man im Wesentlichen, was im Kühlschrank drin ist. Ist angebunden an ein Recommender-System, wo man dann vielleicht Menüvorschläge etc. macht. Und das Lustige daran ist, und das ist vielleicht auch noch ein bisschen eine Message in Bezug auf das Big Data, ja, sehr oft brauchen wir selber kein Big Data mehr, weil wir kennen mittlerweile einen Trick, der nennt sich Transfer Learning. Wir nehmen ein neuronales Netz, das irgendjemand anders, typischerweise Google, schon mal trainiert hat, auf Millionen und Abermillionen von Daten. Und dann nehmen wir das trainierte neuronale Netz und trainieren einfach den letzten Layer noch einmal case-spezifisch oder domänenspezifisch. Also das hier funktioniert mit 600 Kühlschrankbildern. Mehr habe ich nicht gebraucht. Das ist für Machine Learning ist 600 relativ wenig. Lustig ist, die zwei Studenten haben natürlich die 600 Kühlschrankbilder hauptsächlich in ihrem Kollegenkreis rekrutiert und jetzt overfittet das Ding brutal auf Bier. Also wenn es irgendetwas nicht kennt, behauptet es einfach, es ist Bier, weil das im Trainingsset so übervertreten ist. Andere Sachen, was im Moment sehr, sehr aktuell ist, sind NLP-Anwendungen, also Natural Language Processing, Verarbeitung von Textdaten. Das ist jetzt zum Beispiel mit einem Reiseunternehmen, die einfach einen Wettbewerb ausgeschrieben haben und gesagt haben, beschreib mir deine drei nenn mir deine drei Lieblingsreisedestinationen und sag mir, was du dort gerne machen würdest. Also das heisst, wir haben solche Texte zurückbekommen. Da.
Also Ritt durch die Wüste mit dem Pferd und Petra im Morgengrauen bestaunen, bevor die Touristenbusse kommen. Ja? Aus solchen Texten können wir jetzt mit Machine Learning herausfinden, ungefähr welches Alter hat die Person, welches Geschlecht hat die Person, wo würde die Person gerne hingehen. Und zwar nicht nur das, was sie da genannt hat mit Pattern Matching, ja? Sondern selbstverständlich wissen wir, dass Petra in Jordanien, glaube ich, ist das. Und wir können von der Emotionalität her, vom Schreibstil her und so weiter, können wir auf Geografie schließen. Das ist so eine Sache, die hier passiert ist. Wie funktioniert das? Also im Wesentlichen mit einem neuronalen Netz wird der Teil da, der Text da vom User, verglichen mit etwa 150 Millionen Referenzartikeln. Das ist eine Kopie von der deutschsprachigen Wikipedia, eine Kopie von der Frankfurter Rundschau, eine Kopie vom 20.000 Artikel von 20 Minuten und so weiter. Die Bilder habt ihr auch schon gesehen, oder? Vielleicht haben wir jetzt tatsächlich die erste Generation von Computerkreativität, und nicht nur Computerintelligenz. Ja. Wie ist das gemacht worden? Wir haben das Bild trainiert, oder Entschuldigung, wir haben das neuronale Netz trainiert, auf Bilder Tiere zu erkennen. Und dann hat man den Tintenfleck-Test vom Psychiater gemacht. Ja. Wir haben dem neuronalen Netz das Nirvana-Cover gezeigt und gesagt, du das minimal abändern, sodass du selber darauf Tiere erkennst. Und so ist das Bild entstanden. Ich habe gesagt, es ist extrem viel passiert in den letzten Jahren, auch algorithmisch. Etwas, was ich euch unbedingt nicht möchte vorenthalten, sind sogenannte GANs. Generative Adversarial Networks. Es ist schon zum Teil schwierig, ein neuronales Netz zu trainieren. Jetzt trainiert man zwei. Ja, und man tut das eine trainiert man aus Polizist, der Falschgeld von echtem Geld unterscheiden kann. Also er sagt einfach immer nur ja, nein, oder ist es falsch, ist es echt. Das ist das eine neuronale Netz. Und das andere trainiert man darauf, Geld zu fälschen. Und jetzt koppelt man die Optimierungsfunktion und trainiert sie auf ein sogenanntes Nash-Equilibrium. Das bedeutet, das eine kann nicht besser werden, ohne das andere schlechter zu machen. Okay? Also das bedeutet im Wesentlichen, wenn der Polizist besser wird, muss der Fälscher besser werden. Wenn der Fälscher besser wird, muss der Polizist besser werden. Ich habe das Wochenende, ist gerade unser GPU-Cluster unterbesetzt gewesen. Da habe ich das mal probiert für Sie, ja, so eine Weltpremiere sozusagen. Also ich habe kochbar.de gecrawlt, das sind 750'000 Kochrezepte. Dann habe ich mal alle rausgeschmissen, wo die Rezeptbeschreibung weniger als 1'000 Symbole waren, wo ich gedacht habe, das ist irgendwelcher Nonsens. Den Rest habe ich behalten. Und jetzt habe ich mal ein neuronales Netz trainiert darauf, Struktur in Kochrezept zu erkennen und zu reproduzieren. Ich habe mal am Anfang, um zu schauen, ob es funktioniert, mit einem ganz kleinen Datensatz angefangen. Ja, 30 Kilobyte. Das ist das, was es generiert hat. Also das und, plus, 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 mit, die und dann. Also in diesen Daten, das ist jetzt nicht falsch, in diesen wenigen Daten ist einfach nicht mehr statistisch relevante Struktur da, als dass das Wort und viel gebraucht worden ist. Es hat sehr viele Punkte. Bei einem Kochrezept ist ja eine Art eine trivialisierte Sprache. Oder die hat nie irgendwelche Einschübe von Teilsätzen. Bei 10 MB sieht es schon ein bisschen besser aus, und das wollte ich noch nicht vorenthalten. Fritteuse auf kleiner Flamme heiß werden lassen und mit Weißwein ablöschen. Also es ist korrektes Deutsch, ja, aber lebensgefährlich. Bei 350 MB, mehr konnte ich nicht machen, weil der Vortrag heute war, ja, also das sind 36 Stunden Training auf einer GPU. Das sieht besser aus, oder? 2 Esslöffel Currypulver und etwas Zitronenmelisse verrühren, die Hähnchenfilets trocken tupfen, mit der Ränder nach unten im Wellwender und nacheinander im Paniermellwender, okay? Dabei jeweils 2 Tomaten querhalbieren und so weiter. Also, es nähert sich. Okay? Gut, ich bin fast am Ende von meinem Vortrag. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass auch Sie irgendwo spannende Daten haben, die rumliegen. Ja. Niemand weiß so genau, was sie machen. Man zahlt viel für Storage, man zahlt für Security, man zahlt viel für Sysadmins etc. Aber eben, könnte man doch mal etwas probieren mit diesen Daten. Vielleicht machen sie es bereits, vielleicht machen sie es noch nicht. Also typisch so Sachen, die man in der Schweizer KMU-Welt findet.
Tracking-Daten von Online-Sessions, Transaktionen, wer hat wann welche Produkte gekauft. Ja. Textdaten, also Suchanfragen auf ihrer Plattform, Wettbewerbsteilnahme, User-Feedback, was auch immer. Kundendaten natürlich, Katalogdaten, also welche Produkte, welche Kategorien, welche Preise, bla bla bla. Sehr viel Open Data steht uns zur Verfügung. Ja? Also wenn ihr möchtet, ihr wisst die Postleitzahl von eurem Kunden, also warum nicht auch das mittlere Steuereinkommen von diesem Postleitzahlgebiet oder was auch immer beim Bund abholen. Was macht man damit? Und ich möchte eigentlich fast schliessen, ja, mit dem Zitat vom Vice President von Gartner. Also vorher kritisiert im Sinne von, sehr oft tun sich KI, also Artificial Intelligence und Machine Learning merge in ihrer Kommunikation. Hier haben sie es sehr schön aufgezeichnet. Ja. Also Machine Learning ist alles das. Künstliche Intelligenz. Eine Subdisziplin davon ist Machine Learning. Und noch eine spezifische Technik oder Familie von Techniken da drin, das ist das, was man Deep Learning nennt. Und das ist das mit diesen neuronalen Netzen. Aber was unsere Industrieaufträge betrifft, ist 70% ist immer noch relativ traditionelles Machine Learning, 30% ist Deep Learning. Aber eben, Companies will be valued not just on their Big Data, sondern um was das ist, nämlich auf der Wertschöpfung, die aus diesen Big Data, ob es jetzt big ist oder nicht, ist relativ wenig relevant, ja, sondern der Wertschöpfung, die daraus generiert wird. Ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.